Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Heute mal wieder mit einer PC-Konfiguration in der 800-Euro-Preisklasse und zwar heute zum allerersten Mal mit einem Ryzen-Prozessor. In meinen Augen ist diese Konfiguration eine der zukunftssichersten überhaupt und ich habe es trotzdem geschafft, einen Ryzen 6-Kern-Prozessor, 16 GB RAM, eine RX 480 und sogar eine M2-SSD aus dieser Preisklasse rauszuholen. Das System ist auf jeden Fall schnell genug, um die meisten aktuellen Spiele in höchsten Einstellungen flüssig spielen zu können und dank dem AMD-Prozessor ist der PC auch perfekt für Aufgaben wie Videoschnitt, Rendering und Streaming geeignet. Der Gesamtpreis beträgt genau 824 Euro und die Links findet ihr wie immer in der Beschreibung. Der Prozessor ist wie schon gesagt ein AMD Ryzen 5 1600 6-Kern-Prozessor mit bis zu 3,6 GHz Turbotakt. Er unterstützt SMT, was ähnlich funktioniert wie Hyperthreading, kann also 12 Threads berechnen und damit dreimal so viele wie der i5 7400, der sonst in dieser Preisklasse empfohlen wird. Die Spieleleistung bewegt sich im Moment auf dem Niveau von Intels i5 Prozessoren. Ich sag hier bewusst im Moment, weil der Prozessor ja erst seit kurzem auf dem Markt ist und die Entwickler noch nicht viel Zeit für Optimierung hatten. Die Anwendungsperformance hingegen entspricht fast der eines i7-6800K High-End 6-Kern-Prozessors, der in etwa das Doppelte kostet. Aus Preis-Leistungssicht ist der Ryzen also eine erstklassige Wahl, vor allem weil man durch die zusätzlichen Kerne und SMT einfach viel mehr Zukunftssicherheit als mit einem i5 hat. Außerdem ist der Prozessor frei übertaktbar, man kann also quasi gratis noch einiges an zusätzlicher Leistung aus dem Teil herauskitzeln und zusätzlich ist auch schon ein schicker CPU-Kühler mit dabei, der für den Prozessor absolut ausreichend ist. Zum Einsatz kommt der Prozessor auf einem ASRock AB350M Mainboard, das alle nötigen Funktionen und Anschlüsse besitzt und für unseren PC mehr als ausreichend ist. Außerdem besitzt es insgesamt 9 CPU-Phasen, von denen 6 gekühlt sind, was es auch für Übertakter zu einer sehr guten Wahl macht. Die beiden RAM-Bänke werden mit insgesamt 16 GB des superschnellen G-Skill Flare X 2400 MHz DDR4 RAM bestückt und damit müssen wir uns in nächster Zeit absolut keine Sorgen mehr um Upgrades machen. Die Grafikkarte ist eine AMD Radeon RX 480 Red Dragon mit dem großen 8 GB GDDR5 Grafikspeicher. Die Karte ist wie schon zuvor gesagt schnell genug, um alle aktuellen Spiele in höchsten Einstellungen und mit Full HD Auflösung flüssig spielen zu können und bei der aktuellen Preislage lohnt sich der Griff zur mindestens 30 Euro teureren 580 noch nicht, die ja sowieso quasi nur eine unbenannte 480 mit leicht angehobenen Taktraten ist. Als SSD kommt eine günstige und schnelle ADATA Ultimate SU800 mit 128 GB im M2 Format zum Einsatz. Die ist sehr schnell, bietet genug Platz für Betriebssystem und Programme und zur Seite steht ihr dann noch eine 1 TB große normale Festplatte von Toshiba. Ausreichend Leistung für den PC liefert das neue und technisch sehr hochwertige BeQuiet PurePower 10 mit 400 Watt und 80 Plus Silber Zertifizierung. Es handelt sich dabei um ein sehr leises und effizientes Netzteil mit moderner Multirail und DC-DC Technik. Verbaut werden die Komponenten wie auch meine letzten Systeme im Shakun VG5 W-MIDI Tower oder natürlich einem anderen Gehäuse eurer Wahl. Das Shakun Gehäuse ist bei etwa 35 Euro mit USB 3 ganzen 3 vorinstallierten 120mm LED Lüftern jedenfalls hervorragend ausgestattet. Wenn euch das Video und die Zusammenstellung gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über ein Like oder ein Abo. Die Links findet ihr jedenfalls wie immer unten in der Videobeschreibung und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video.